Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Runde. Wir sind hier im Carol stehen und ich habe den Marco mitgebracht. Hi. Und falls ihr auch mal dabei sein wollt, kauft gerne Tickets. Jeden Dienstag ab 19 Uhr und jeden Samstag ab 12 Uhr. Und ja, im Casual gibt es jetzt eine kleine Besonderheit, denn wir spielen nach einer erweiterten Bannliste. Die werdet ihr auch in Zukunft beim Ticketkauf dann als PDF erhalten, soweit ich das verstanden habe. Und ja. Sind vernünftige Karten drauf. Also, genau, die wird auch ständig verändert und ja, schauen wir mal. Nach unseren Wünschen teilweise sogar erweitert. Genau. Was wir Vorschläge machen können, was, wenn man jetzt heute merkt, die Karte hat hier absolut nichts zu suchen, dann. Richtig. Kommt hier raus. Ja, na gut, dann lassen wir würfeln und abonnieren den Kanal und drücken die Glocke. Genau. Fangen wir an. Gut, dann habe ich eine 4. Okay. Du hast eine 6. Ich habe eine 6. Ich würde gerne anfangen wollen. Dann darfst du das auch. Alles klar. Gut. Auf ein Gutes. Auf ein Gutes. Okay. Ich würde anfangen mit Reich des Bösauges Pareidolia. Die sagt, dass ich mir jetzt ein Bösauge-Monster vom Deck auf die Hand nehmen darf. Mhm. Wenn die Karte durch einen Karteneffekt zerstört werden würde, dürfte ich mir ein Bösauge vom Friedhof der Hand hinzufügen. Und wenn mein Bösauge kämpft, einmal pro Spielzug, und ich oder du mich angreifst und einmal pro Spielzug und ich Kampfschaden erhalten würde, würde der die quasi spiegeln und du würdest ihn auch erhalten. Okay. Geht der Search durch? Natürlich geht es durch. Schön. Hier ist toll. Ja. Ich würde mir einmal den Seerziel auf die Hand nehmen wollen. Mhm. Muss ich gleich nochmal dran? Dachte ich mir schon. Ich kenne Bistorger schon ein bisschen. Ja, die sind einfach klasse. Und kriegen ja bald auch noch neuen Support. Richtig. Ich würde mein Setziel auch direkt einmal normeln wollen und würde den Effekt nutzen, um mir eine Bösauge, Zauber bzw. Falle der Hand hinzuzufügen. Mach das. Alles gut. Ich würde mein Seerziel mit der Selene ausrüsten. Mhm. Das bedeutet jetzt, der Seerziel kann nicht mehr durch Kampf- oder Karteneffekt zerstört werden und kann auch nicht gezielt werden. Okay. Zudem, immer wenn ich seinen Effekt nutze oder eine Zauberfalle von Evil Eyes nutze, dann muss ich 500 Lebenspunkte zahlen und er kriegt dauerhaft 500 ATK Push. Jetzt hat er zudem, da er ausgerüstet ist, den Effekt, dass er einmal pro Spielzug als Schnelleffekt ein Monster bei dir, ein spezialbeschworenes Monster bei dir zerstören kann. Mhm. Im Gegenzug muss ich dafür in der folgenden Standby-Phase eine Karte bei mir zerstören. Okay. Dann würde ich das Erwachen der Bösauges aktivieren. Damit darf ich entweder von meiner Hand oder vom Friedhof ein Bösauge spezialbeschwören. Oder wenn die Selene auf dem Feld ist, aus dem Deck. Mhm. Und ich verliere 500 Lebenspunkte. Ja. Ich würde aus dem Deck specialen wollen. Und zwar meinen Katoblepas. So. Dann würde ich eine Karte setzen und in eine Link 2 gehen. Okay. Und zwar in Gorgon, die Kaiserin der Bösaugen. Mhm. Sie kriegt jetzt für jede Bösauge-Karte auf dem Friedhof 100 ATK extra. Und wenn sie mit der Selene ausgerüstet ist, kann ich einmal pro Spielzug eins deiner Monster die Effekte annullieren. Mhm.
Im Gegenzug müsste ich dann aber beim 1 auf diesen Zeichen zerstören. Okay. Dann würde ich den Effekt von Katoblieblas im Friedhof nutzen. Den kann ich einmal pro Spielzug wieder zurückholen. Mhm. Und wenn die jetzt nochmal gehen sollte, müsste ich sie verbannen. Das werde ich jetzt auch tun. Alles klar. Weil ich in eine Link 3 gehe. Und zwar in Zerziel, der Herrscher des bösen Auges. Mhm. Dann würde ich zudem noch den Effekt von meiner Selene im Friedhof nutzen. Ich würde 1000 Lebenspunkte zahlen, diese Zauberkarte verbannen, um sie wieder neu zu setzen. Okay. Dann rüste ich mein Zerziel damit aus. Mhm. Und ja, jetzt kann er halt durch Kampf- oder Karteneffekte nicht zerstört werden, kann nicht gezielt werden. Und kann einmal pro Spielzug eine von deinen Karten zerstören. Alles klar. Und du bist. Wow, dann zieh ich mal Stimperface und Mayface. Das ist natürlich unglücklich. Ich beginne einfach mal mit dem Schrecken in der versteckten Stadt. Sie sagt, dass der Gegner Monster und verdeckte Verteidigungspersonen, die ich kontrolliere, nicht als Ziel für Karteneffekte wählen darf, solange ich sie kontrolliere. Mhm. Und wenn meine verdeckten Monster aufgedeckt werden, erhalten sie 1500 ATK und Defense. Da würde ich auch gerne drauf reagieren. Und wenn die Karte als Ergebnis eines durch einen Karteneffekt zerstört wird, darf ich ein Monster in meinem Friedhof als Spezialbeschwörung nicht verdeckt verteidigen. Ja. Ich würde gerne einmal mit Konfrontation des Bösauge reagieren und deine Karte zerstören. Okay, schade. Und dadurch verliere ich natürlich 500 Lebenspunkte. Und mein CRC kriegt 500 Angriffspunkte dabei. Mhm. Ja. Ich würde den Würfel für die ATK pushen. Ja. Gut, dann aktiviere ich einfach mal einen zweiten Schrecken. Oh. Schöner Topdeck, ne? Dann würde ich den Effekt von meinem Bösauge, von meinem Zerziel anketten und würde deine Karte nochmal zerstören. Alles klar. Du bekommst nochmal Schaden? Ja. Alles klar. So, weiter geht's. Noch ein drittes Mal? Nee, zum Glück nicht. Mit Drillinge habe ich heute nicht in der Hand. Ich setze erstmal ein Monster. Mhm. Und dann überlege ich, ob ich das mache. Aber ich glaube eher nicht. Und setze dann einfach mal drei Karten. Oh. Ja. Und ich glaube, ich würde meinen Spielzug dann erst einmal beenden. Alles klar. Dann Draw. Mhm. Und Draw. Standby. Und in der Standby-Phase muss ich den Effekt von meinem Zerziel aktivieren. Mhm. Das heißt, ich verliere 500 Lebenspunkte und eine Karte, auf die er zeigt, wird zerstört. Allerdings ist da nichts. Mhm. Und ich würde direkt seinen eigenen Effekt nochmal anketten und diese Karte zerstören. Kann ich leider nichts gegen tun. Und verliere nochmal 500 Lebenspunkte. Mhm. Ich muss gar nichts tun, also. Ja. jetzt habe ich zweimal, also ich bin bei 4. Gut, dann gehe ich in die Main Phase. Ja. Dann normal ich meine Medusa. Mhm. Wenn ich diese normal, kann ich meiner Hand eine Zauberfalle hinzufügen. Oder eine Evil Eye Karte vom Friedhof hinzufügen. Ich würde die Konfrontation nehmen. Würde ich auch direkt aktivieren wollen, um die zu zerstören. Die kann ich leider nicht aktivieren. Für meine Nageldecke brauche ich. Müssen 4 Monster auf dem Feld liegen. Und ich verliere nochmal 500 Lebenspunkte. Und da verliere ich noch einmal 500. Mhm. Dann würde ich meinen Wächter. Also, ich möchte gerne den Effekt von meinem Magnamut aktivieren von der Hand. Mhm. Und meinen Wächter einmal verbannen, um ihn zu specialen. Okay. Special. Ich sag auch direkt den Effekt für die Endphase an. Dass du dir einen abgeheuerlichen Monster suchen kannst, richtig? Genau, richtig. Okay. Dann gehe ich in die Battle-Phase. Mhm. Greife mit meinem Magnamut ein verdecktes Monster an. Das ist meine Geistertrickfee. Mhm. Sie sagt, wenn sie aufgedeckt wird, dann darf ich eine Geistertrickkarte in meinen Friedhof setzen, aber sie wird dann verbannt, wenn das Spiel verlässt. Mhm. Und im Anschluss darf ich offene Monster, die Gegner kontrolliert, bis zur Anzahl der gesetzten Karten, die ich kontrolliere, in die verdeckte Verteidigungsposition bringen. Okay. Und ich möchte gerne meinen Erschrecken setzen. Mhm. Ich lege dann einen Würfel drauf.
und die einfach dann mal, da ich zwei verdeckte Karten habe, die beiden dann setzen. Aber natürlich ist meine Geistertrickfee schon zerstört. Ja, dann würde ich mit meinem Zierziel einmal direkt angreifen. Mit 5-1, richtig? Mit 5-1, genau. Das tut weh. Ja, etwas. Dann, dann gehe ich in die Main Phase 2. Mit verdeckten Karten kann ich ja trotzdem in eine Linkbeschwörung gehen. Außer in das Geistertrick-Monster, aber das ist. Ah ja, stimmt. Was Besonderes. Ah, nee. Gut, dann gebe ich ab. Gut, dann ziehe ich meine Karte. In der Standby-Phase aktiviert sich der Effekt von meinem Zerziel. Ich verliere einmal 500 Lebenspunkte. Und diesmal kette ich seinen Effekt nicht auf sich selber an. Dann aktiviere ich meinen Geistrickschuss. Ich möchte jetzt einen Geistrickmonster als Spezialbeschwörung von meiner Hand oder meinen Friedhof beschwören und dann dürfte ich ein verdecktes Geistrickmonster in die offene Verteidigungsposition bringen. Aber das habe ich jetzt nicht. Gut, ich möchte gerne meine Fee beschwören. So. Dann würde ich auch gerne den Effekt der Fee aktivieren und sie verdecken. Ja, dann würde ich den CC drauf anketten und sie zerstören. Okay, da kann ich leider nichts gegen tun. Und ja, für die Vollständigkeit gebe ich mal ab und du darfst gerne noch. Ja, ich ziehe einmal, gebe oben meine Lebenspunkte auf. Gehe auf 7 und greife nochmal an. Ja. Okay. Stimmt, du hast den Endphase nicht gesucht. Durch den Magnamut. Ah, habe ich vergessen. Ja, gut. Ja. Aber war jetzt auch. Leicht irrelevant. Ja, ich spiele kein gutes Deck. Ja, aber mit mein erstes habe ich aber auch verloren. Ich wollte einfach die Evil Eyes gerne mal vor dem neuen Support mal ausprobieren. Ja. Und damit ich einigermaßen mit den anderen Decks mithalten kann, die hier rumrennen. Gibt es dann diese Bestials. So, ein bisschen was habe ich so gegen dich. Ja, bin ich mal gespannt. Ich würde tatsächlich nicht. Oh. Ich muss auch immer noch rein. Boostheit ist nicht, das ist interessant. Ich müsste tatsächlich, wenn ich siden möchte, sogar noch umsleeven, deswegen. Ja, okay. Dann verstehe ich das. So, die Bannliste, die ist wirklich sehr interessant. Was da so alles draufsteht, woran Dirk da schon gedacht hat, das ist wohl ganz cool. Ja. Und ich denke, das macht jetzt auf Dauer dieses Format oder den Casual-Bereich auch interessanter machen. So, dass man wirklich auch mal hingeht und mal ein paar andere Decks ausprobieren kann und nicht immer nur die Metakarten sieht, auch wenn ich sie jetzt selber gespielt habe, nicht nur die Metakarten sieht. Ja, auf jeden Fall. Nun, da hat man ja gerade schon gesehen, dass man die abgeheuerlichen Monster sind nicht verboten, sondern auf 1, soweit ich weiß. Genau, richtig. Die sind beide auf 1. Aber auch nur der Magnamut und der Drüßwurm. Der dritte, der Sarun hier, glaube ich, nicht. Das habe ich jetzt nicht im Kopf. Das gleiche gilt auch für die Kastira-Monster. Zum Beispiel Fenrir und Einhorn sowie Geburt sind auch auf 1. Den Ogre dürfte man tatsächlich dreimal spielen. Die Casual-Bandlist findest du aktuell, glaube ich, noch nicht, aber sie soll beim Ticketkauf dann verlinkt werden oder bevor das Ticket kauft, soweit ich weiß. Aber da haben wir jetzt keine genauen Infos zu. So. Dann möchte ich gerne beginnen. Ja, gerne. Okay. Auf geht's. Auf geht's. Ab geht's. Ich setze einmal ein Monster. Und eins. Zwei. Ach, komm. Drei Karten. Drei Karten. Und werde dann einfach mal meinen Spielzug beenden. Dann ziehe ich. Ich setze eine Karte. Ich normal beschwöre mein Zerziel und würde gerne den Effekt zum Suchen aktivieren wollen. Der Effekt an sich ist okay. Ich würde gerne aber meinen Gästetrick Erschrecken drauf aktivieren und wähle dann die verdeckte Karte, um sie dann aufzudecken und
Sollst du erstmal gehen? Ja, erstmal, du bist ja dran. Decke ich meine Yangshi auf und möchte gerne dein Seerziel verdecken. Der Effekt geht aber durch. Mhm. Kette Effekt meiner Yangshi aktivieren, wenn du nichts dagegen hast. Ich darf nämlich jetzt ein Geistertrickmonster suchen, das ein Level kleiner oder gleich der Anzahl Geistertrickmonster, die ich kontrolliere, ist. Also Stufe 1. Okay. Gut. Du suchst noch auch Special? Ich suche. Okay. Dann suche ich mir eine Geistertrick-Laterne. Aha. Mit ihr kann ich Angriffe annullieren und ihn specialen, wenn ich das tue. Okay, bin ich mal gespannt. Mhm. Achso, ist ja noch einmal dran. Ja. Ja, jetzt hast du mir natürlich mein Gameplay so ein bisschen durcheinander gebracht. Ich würde mein Erwachen spielen und würde dafür meinen Basilius von der Hand specialen. Mhm. Würde dann den Effekt von Basilius benutzen wollen, um eine Zauberfalle auf dem Friedhof zu legen. Okay, mach das. Ja, ich habe natürlich gehofft, dass du nach dem Play schon nichts mehr machen kannst, aber... Nee, ich habe tatsächlich noch ein, zwei Sachen auf der Hand, die ganz lustig sind. Okay. Ich würde gerne meine Gorgoneo einmal verbannen und meine Selene abwerfen, um mir eine Evil Eyes Zauber oder Falle der Hand hinzuzufügen. Mach das. Das war der Effekt der Gorgoneo, ne? Genau. Mhm. Und zwar würde ich mir... die Wiedergeburt der Hand hinzufügen. Mhm. Damit kann ich Tokens generieren. Genau, eins oder zwei, falls du Selene oder... Genau, richtig. So, genau. Mhm. Ein bisschen kenne ich tatsächlich auch noch. Achso, ne, die ist ja da. Dann, ach, klappt sogar. Ich würde gerne den Effekt von Selene nutzen, meine Zauberkarte verbannen, um sie zu setzen. Und ich verliere 1000 Lebenspunkte. Dann rüste ich meinen Basilius mit der Selene aus und aktiviere Wiedererschein. Okay. Das heißt, ich darf jetzt zwei Tokens produzieren. Geh mal. Ja, komm. Nehmen wir zwei Wölfe. Nehmen wir zwei Wölfe. Sind eh nicht lange da. Sie haben möchtest du. Ich verliere 500 Lebenspunkte. Ja. Und theoretisch gewinnt der Basilius 300 dazu. Aber ich gehe jetzt in eine Link 3. Und zwar in meinen Zierziel. Mhm. Ja, die Tokens gehen genau, natürlich. Die Tokens kommen ja nicht auf den Friedhof. Jetzt muss ich mal einmal gucken, ob die Selene im Friedhof once per turn ist. Ja, ist sie. Das ist schon mal gut. Okay, dann gehe ich in die Battle Phase und greife mit meinem Zerziel dein Yangshi an. Auf die Angriffsdefinition würde ich dann gerne meine Laterne aktivieren. Mhm. Wenn du ein Geistertrickmonster oder direkt angreifst, darf ich den Angriff annullieren und sie speziell beschwören. Ist ein Effekt in der Hand und nicht von unserer Turn. Okay. Mhm. Upp. Okay. Der Angriff war annulliert, ne? Der Angriff ist jetzt annulliert ja, und dann gespecialt. Ja, dann bist du dran. Mhm. Dann zieh ich mal eine Karte. Stimper Phase und Main Phase. Ich würde gerne das aktivieren. Wenn ich darf. In der Stimper Phase noch? Ja. Okay. Ja. Und zwar würde ich die Niederlage aktivieren und dir dann Yangshi auf die Hand zurückgeben. Du willst sie zurück auf die Hand geben. Das ist natürlich gemein. Mhm. Alles klar. Dann flippe ich mal meine Geistertrick-Laterne. So. Das hätte ich natürlich anders machen sollen, aber egal.
aktiviere meine Schrecken in der versteckten Stadt. Aha. Das hätte ich andersrum machen können. Ja, auf jeden Fall. Aber gut, die Laterne wäre trotzdem nicht über deine Zerze gekommen. Aber ich kann jetzt das machen. Ich normal beschwöre, mein Geist trägt Gespenst. Oha. Mache dann ein Overlay. Okay. Für meinen Geistertrick Dullahan. Genau. Genau, der Dullahan erhält für jede Geistertrickkarte, die ich kontrolliere, 200 TK. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Und ich darf als Schnelleffekt einem Spielzug, darf ich mein Material von der Karte abhängen. Und dann ein offenes Monster auf dem Spielfeld zu wählen und ich halbiere bis zum Ende des Spielzugs eine ATK und ich wähle mal deinen Zerziel, der ist ja gerade nicht ausgerüstet. Tja. Und das kann ich ja machen, ne? Ja. Genau, zusätzlich, falls diese Karte auf dem Friedhof gelegt wird, darf ich eine Geisterkarte im Friedhof wählen, meine Hand hinzufügen. Als nächstes mache ich eine Exilbeschwörung auf meinen Engel des Schabernacks. Genau, ich darf sie auch so mit einem Geistertrick Exilmonster beschwören. Und ich darf einmal pro Spielzug darf ich eine Geistertrickkarte an sie anhängen. Und ich darf auch noch einmal pro Spielzug ein Material abhängen und eine Geistertrick-Zauberfalle oder Falle vom Deck meiner Hand hinzufügen. Und als Nebeninformation, wenn sie 10 Materialien hat, habe ich das Duell gewonnen, aber das wird eh nicht passieren. Was frech. Ja. Und das im Casual-Bereich, Jan. Ja, das geht gar nicht. Ich aktiviere nochmal ihren Effekt, möchte meine Hand eine Geistertrickkarte hinzufügen. Auf jeden Fall. Zauberfalle natürlich. Dann nehme ich den Schuss. Und dann wird sich noch mein Dullahan aktivieren. Und ich dürfte mir meine Geistertrick-Laterne zurück auf die Hand nehmen. Ha. Schön, nicht? Es negiert sehr gut. Ja, wenn ich spielen darf, dann darf ich spielen. Ja. Dann aktiviere ich noch meinen Geistertrick-Schuss. Ja. Wähle meinen Dullahan und möchte ihn gerne spezial beschwören. Ja, okay. Wupp. So. Lass mich rein, da legst du noch so einen Geister. Ich habe noch einen zweiten Engel Schabernack. Natürlich. Okay. Und natürlich ist dieser Effekt nicht once per turn. Ich aktiviere den Effekt, möchte meine Hand gerne Geisterkarte hinzufügen. Okay. Das ist doch noch. Ist der Dullahan once per turn oder auch nicht? Nee, Dullahan ist auch nicht once per turn. Nein. Geistertrickkarte. Ja, dürfte ich machen. Das gewusst. Dann hättest du Kuchen da. Hätte ich noch was gespecialt gerade. Alles gut. Dann hole ich mir mal die Geistertrick-Villa. Genau, die Feldzauber sagen alle zusammen, dass Monster in verdeckter Position nicht angegriffen werden können, aber man kann direkt angreifen. Und die Villa speziell sagt, dass der Kampfschaden von allen Monstern und auch Effektschaden wird halbiert, außer der von Geistertrick-Monstern. Aber zuerst mal kommt noch mein Dullahan. Und ich nehme einfach mal meinen Erschrecken zurück auf meine Hand. So, die Villa aktiviere ich selbstverständlich. Und dann würde ich einfach mal in die Battle Phase gehen wollen. Für 4000. Ich greife erstmal mit dem Engel Schabernacks dein Zerziel an. Achso, okay, für 700. Muss ich ja, ne? Ach ja, stimmt. So. Und dann einmal mit 2000 direkt, weil ich dein ominöses verdecktes Monster nicht angreifen kann. Alles gut. So, 2000. So, dann gehe ich in die Mantis 2 und setze noch eine Karte. Mische noch einmal kurz durch. Ja, alles gut. Und dann darfst du gerne abheben. Hatte ich mir gerade auch. Würdest du bei mir auch noch einmal mischen, weil ich gerade auch so viel gesucht habe? Achso, ja. Ja, vorsichtshalber. Komm. Ich vertraue dir auf jeden Fall, aber ja. Gut, in der Main Phase 2. Okay. Ich kann den Schuss noch vom Friedhof verbannen und eine Geisterkarte vom Friedhof als Material an ein Monster hängen. Das werde ich aber nicht tun. Ich beende einfach mein Spiel. Ja, dann ja. Draw. Standby, Main. Ich aktiviere Landform. Dann form dein Land. Hallo Sali.
Ja, wenn man es einmal spielen lässt, dann... Dann kann man manchmal Sachen machen. Ich hätte jetzt noch ein, zwei gemeine Sachen machen können, aber das... Nee, das wollte ich nicht. Ich habe auch mal was Lustiges. Ich aktiviere mein Reich und würde mir gerne ein Monster Hand hinzufügen. Mach das. Und hallo, Enrico. Was haben wir denn da noch so rumliegen? Und zwar würde ich mir die Medusa der Hand hinzufügen. Mhm. Okay. Wenn ich die jetzt beschwöre, darf ich mir eine Bösauge-Karte der Hand hinzufügen. Mhm. Kann ich nichts gegen tun. Und zwar nehme ich mir die Selene. Alles klar. Dann flippe ich mein ominöses Monster. Mhm. Und aktiviere Link nach Wains. Okay. Und zwar kann ich jetzt ein Monster, beschwöre ein Monster Spezialbeschwörung von deiner Hand. Aber annulliere seine Effekte. Dann, sofort nachdem dieser Effekt aufgelöst worden ist, beschwöre ein Link-Monster als Link-Beschwörung, verwende dafür Monster, die du kontrollierst, als Material. Darunter jenes Monster, dass diese Link-Beschwörung kann nicht annulliert werden. Mhm. Zusätzlich kannst du nicht darauf reagieren. Ja, gut, das ist. Und zwar würde ich meine Geisterschwester in grusige Hartriegel würde ich special. Okay. Gut. Und würde, die hätte ich gerade auch machen können, aber das wollte ich nicht. Geh in eine Link. Bei. Mhm. Zwar mit meinem. Nee. Ich gehe in eine Link. Doch, ich muss in eine Link 2 gehen. Ich gehe in eine Link 2 und zwar in meine Gorgonen-Kaiserin der Bösaugen. Mit meinem Hartriegel und meiner Wächterin. Ja, wie das geht. Genau, den Zetzel hätte ich gar nicht machen dürfen. Und dann gehe ich mit meiner Gorgonen und meinem Zetzel in eine Link 3. Mhm. Das ist okay. Ja. Ja, ich hab. Jetzt ist interessant zu wissen, die Gorgonen bekommt ja für jede Evil Eyes Karte auf dem Friedhof 100 Punkte extra. Das sind dann 100, 200, 300, 400, 500. Ja, okay. Wäre sie bei 2,4, das sind 200 Punkte zu wenig, schade. Ich rüste mein CRC mit der Selene aus. Mhm. Aktiviere den Effekt, um diese Karte zu schießen. Verliere 500 Lebenspunkte. Mhm. Dann gehe ich in die Battle-Phase. Mhm. Greife das Monster an. Der konnte durch Kampf zerstört werden, richtig? Nein. Nicht durch Kampf zerstört werden? Nicht durch Kampf, nicht durch Karteneffekt und kann nicht gezielt werden. Das ist aber blöd. Und er hat gerade 3-1. Nee, das geht nicht. Dann ist das okay, dann verliere ich 1100 Punkte. Mhm. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich dann in die Endphase gehen. Mhm. Dann bist du. Darfst ziehen. In der Standby-Phase. Dann muss ich seinen Effekt aktivieren. Und, nee, der zerstört nicht. Das annulliert nur die, nicht? Nein, er annulliert okay. Nur die Effekte. Er annulliert nur Effekte, das ist gut, das ist gut. Das ist quasi eine Permanence. Mhm. Und ich verliere wieder 500 Lebenspunkte. Alles Aha. klar. Und zu viele Nullen. Kannst ruhig ein paar Nullen dranhängen, also. Gut, das ist jetzt unglücklich. Unglücklich, sehr unglücklich. Vielleicht doch gemeine Sachen machen soll. Tut mir leid. Ach, alles gut. Dann wähle ich die zunächst einmal in die Tagesposition. Das ist in Ordnung. Und. Muss man sagen, wie viel Zeit wir noch haben? Selbstverständlich. Wir haben noch 16 Minuten. Ah, okay. Setze ein ominöses Monster. Meine Lebenspunkte muss ich damit nämlich mit aufpassen. Richtig. Und dann muss ich meinen Spielzug auch schon beenden. Bevor du deinen Spielzug beendest, würde ich gerne seinen Effekt aktivieren, um die Karte zu zerstören. Das geht nicht. Du kannst meine Monster um die Karte zu zerstören. Alles klar.
Das machst du in der Endphase? Ja. Okay. Dann wird sich nämlich noch der Schreck in der versteckten Stadt aktivieren. Mhm. Ich darf nämlich ein Monster von meinem Friedhof in die verdeckte Verteidigungsposition beschwören. Und entscheide mich dafür einfach mal für den Hühnerhahn. Jo. Mhm. Okay. Gut, dann darf ich ziehen. Yes. Draw Standby. Ich muss wieder seinen Effekt aktivieren. Mhm. Verliere 300. Wir sind schon bei 4. Verliere 500 Lebenspunkte. Ja. Und dein Monster verliert seine Effekte. Das hattest du ja schon. Genau. Mhm. Dann, ich habe nur eine Karte auf der Hand. Will ich auch aktivieren, und zwar die Konfrontation. Und ich zerstöre dir die Karte. Du möchtest mir die zerstören. Ja, das ist okay. Verliere wieder von. Werde ich jetzt eng. Ich darf nichts mehr machen. Zwei Effekte hast du noch. Zwei Effekte, ja. Einer ist ja. Gut, dann gehe ich in die Battle-Phase und greife die Karte an. Du greifst die Karte an, das ist okay. Das ist meine geisterige Puppe. Ihr Effekt aktiviert sich jetzt und du sollst in der Endphase. Mhm. Ich ändere in der Endphase so viele offene Karten wie möglich in die verdeckte Verteidigungsposition. Mhm. Dann beschwöre ich ein geistriges Monster, dessen Stufe kleiner oder gleich der verdeckten Monster ist. Okay. Mhm. Dann in die Endphase. Okay. Dann wird sich ihr Effekt aktivieren. Ja. Verdeckt 1. Und ich dürfte einen Stufe 1 beschwören. Ich entscheide mich einfach mal für die Mary. Die ist die Stufe 1, das sind alle quasi Handfallen. Die machen auf dem Feld jetzt nichts, außer sich selber zu verdecken, wenn sie wollen. Mhm. Okay. Gut, dann bin ich dran. Ja. Sehe ich mal. In der Standby-Phase aktiviert sich der Effekt von meinem Setziel. Genau. Ja gut, ein verdecktes Monster kannst du nicht annullieren. Ja. Dann, ja, ich muss es aber trotzdem. Mhm. Verliere also wieder 500 Punkte. Ich habe jetzt noch eine Zauberkarte. Interessant, interessant. Dann flippe ich zunächst einmal meinen Dullahan. Ja. Als nächstes flippe ich noch meine Mary. Ja. Und als drittes flippe ich noch meinen Engel des Schabernacks. Mhm. Ich muss einmal ganz kurz gucken. Ja, den habe ich noch drin. Wie viel hat die Karte? Ja, der hat viel zu viel wahrscheinlich, ne? Der hat jetzt 3000 Push, der ist bei 5,6. Uff, und ich kann ja auch nicht wählen, ne? Nee. Das ist doof. Dann kann ich das nicht tun. Ich bin gerade nicht besonders zufrieden. Also im Time gewinnst du. Das mache ich jetzt nicht absichtlich. Nein, Quatsch. Also meine ich das nicht. Du hast im Moment, im Vorteil. Im Time würde ich gewinnen, das stimmt schon, aber. Ich würde einfach mal einen Effekt vom Engel des Schabernacks aktivieren. Jo. Und suche mir. Komm, noch ein Schuss. Wieso nicht? Dann setze ich ein Monster und aktiviere einfach mal meinen Schuss. Ja. Würde gerne meinen Engel des Schabernacks im Friedhof dann als Spezialbeschwörung beschwören. Mhm. Und dann darf ich noch ein Monster aufdecken. Mhm. Dann aktiviert sich der Effekt von Yangshi. Ja, was macht ihr denn nochmal? Ich darf jetzt ein geisteriges Monster kleiner gleich der Stufe der geistrige Karten, die ich kontrolliere, suchen. Also, es gibt nur bis Stufe 4, aber ja. Und ich suche mir einfach mal. Komm, ach, meine Laterne. Ich glaube, ich muss da nicht mehr dran. Ich hätte jetzt gerne ein bisschen Back-Removal. Glaube ich. Was ich allerdings nicht habe. Komm, dann mache ich einfach mal eine XD-Beschwörung. In die wundervolle F0 utopische Zukunft.
Und weißt du, was danach kommt? Nee, was tut sie? Sie ist eigentlich nur eine Brücke für ein Monster, das ich gerne habe, die öffnet utopische Drachenzukunft. Was tut sie? Genau, ich darf Ihnen auf die utopische Zukunft beschwören. Ja. Klar. Sie kann weder durch Kampf noch durch Karteneffekt zerstört werden. Und einmal pro Spielzug, wenn ein Gegner einen Monster-Effekt aktivierst, du kannst ein Material von der Karte abhängen, annulliere die Aktivierung. Dann, falls sich das Monster auf dem Spielfeld befindet, übernehmen die Kontrolle darüber. Wählst du? Ich wähle nicht. Nein. Oh. Das ist krass. Dann. Ja, aktiviere ich noch einen Effekt von der Mary zu verdecken. Der vom. Oder? Moment. Doch von Yakshi, um sie zu verdecken. Und mache dann noch eine 1-Beschwörung für mein Geistertrick-Festival. Das Geistertrick-Festival. Kann auch mit verdeckten Geistertrickmonster als Material benutzt werden. Und solange ich einen Geistertrick-Feldzauber habe, könnte ich auch direkt angreifen. Leider habe ich gerade keinen. Und wenn ein Gegner einen Angriff deklariert, darf ich Karte als Tribut anbieten und ein Geistertrick-Monster als Spezialbeschwörung von Deck in die verdeckte Verteidigungsposition beschwören. Und damit werde ich meinen Spielzug erst einmal beenden. Na, dann ziehe ich mal. Achso, ist da Standby Main? Er kann nicht durch Kampf oder Karteneffekt zerstört werden. Ja. Und wenn du einen Monster-Effekt aktivierst, darf ich ein Material von der Karte abhängen, die Aktivierung annullieren und das Monster übernehmen, falls es auf dem Spielfeld liegt. Verbannen, ne? Theoretisch kannst du ihn verbannen, ja. Funktioniert auch nicht. Es ist ein Monster. Und greife deine verdeckte Mary an. Du möchtest einen Angriff deklarieren. Ja, das ist okay. Ist meine Mary. Ja, wird dann zerstört. Und ich gebe ab. Na gut, dann ziehe ich mal. Stamper Face. Und Main Face. Das ist nicht so interessant. Ich kann gerade leider echt nicht besonders viel machen. Ja, ich bin gerade auch etwas überfragt. Kannst du auf, wenn ich jetzt eins meiner Büstel in Hand aktiviere, dann ist sein Effekt auch wieder live, ne? Kannst du den übernehmen? Nein, das ist ein Monster-Effekt, aber er ist zu diesem Zeitpunkt nicht auf dem Feld, deswegen kann ich ihn annullieren, aber nicht übernehmen. Okay. Genau das ist es. Ja, komm. Bringt ja nichts. Ich flippe meine Yangshi und möchte gerne einmal suchen. Ja. Einen bis zur Stufe 2 dieses Mal. Ich suche mir meine Geistertrickfee. Und wir haben noch 6 Minuten. Ich komme an deine Lebenspunkte ran. Ja, das finde ich gut. Das finde ich gut. Setze ein Monster, aktiviere den Effekt von Yangshi zum Verdecken.
Und komm ich gut. Würde dann erstmal meinen Spielzug beenden. Ziehe eine Karte. Ja, super. Meine Extra-Deck-Hüllen sind übrigens frosted, falls jemand Kritik äußern möchte. Nee, kann ich ja nicht. Da kriegst du ja gleich anders weg. Ich gehe in die Battle-Phase und greife mit meinem Seherziel einen von deinen verdeckte Karte an. Die verdeckte? Okay. Das ist meine Gastrik-Fee. Ihr Effekt aktiviert sich. Und ich möchte einfach mal gerne. Ich nehme meinen Schuss und setzen. Aber ja, sie wird dann zerstört. Schuss wird dann verbannt, wenn er das Spiel verlässt. Ja, und dann gebe ich ab. Dann ziehe ich mal. Ich bin semi. Ja, ich habe einen Regeki gezogen. Ich aktiviere es jetzt einfach mal und zerstöre dann deine Verdeckte, aber. Ob das jetzt so viel bringt, weiß ich auch nicht. Nee. Ja, genau. Dann. Das hätte ich vorher anders machen können. Ich normal beschwöre meine Nekomuzume. Okay. Sie sagt, wenn ein Monster der Stufe 4 oder höher als normal beschworen wird, ändert es in die verdeckte Verteidigungsposition, aber es muss ein anderes offenes Geistertrick-Monster auf dem Feld liegen, um den Effekt zu resolven. Ist eigentlich ganz cool, nur nicht bei Link-Monstern. Glaube ich. Dann flippe ich meine Yangshi und möchte gerne ein Geistertrick-Monster suchen. Ich suche mir mal ein Skelett. Das geht um meine Sleeves. Ja, ich weiß. Ich find sie schön. Ich weiß, dass manche sie nicht schön finden. Ach doch, die sehen gut aus, Jan. Das ist okay. Genau, jeder seinen eigenen Geschmack. Genau. So, weil ich hätte jetzt super gerne so eine Unterweltgöttin oder so. Ja, yeah, ich habe auch eine. Ich komme aber nicht dran im Moment. Ich leide gerade nicht. Effekt von Yangshi zum Verdecken. Soll ich tauschen? Von Nekomuzume zum Verdecken. Ja, alles gut. Was ist eigentlich, wenn ich ihn angreife, kann er sich... Generell, wenn du angreifst. Ich habe den Effekt nur die letzten Male vergessen. Okay, dann kannst du ihn tributieren. Dann kann ich ihn als Tribut anbieten und eins setzen. Dann darf ich aber nochmal angreifen. Ja, ich bin. Du bist. Ja, dann darfst du nur ein Team neu wählen. Ich würde gerne meine Paradolia zerstören, um eine neue Paradolia zu aktivieren, um mir ein Monster zu suchen. Dann such dir eins. Ah, ja, jetzt ist es egal. Ah, kannst du ja gleich übernehmen. Wenn mein Feld nicht bloß ein volles Ja. Ich würde meine Medusa normen. Und den Effekt aktivieren, um mir eine Zauberkarte auf die Hand zu nehmen. Oder eine Karte auf die Hand zu nehmen, eine Evil Eyes Karte auf die Hand zu nehmen. Das ist erst einmal okay. Okay. Ich verliere 500 Lebenspunkte. Wegen dem Effekt? Ja, nein, weil ich die Karte aktiviert habe. Oh, ich habe nicht aufgepasst. Okay, gut. Ich special meinen Basilos von der Hand, weil ich Evil Eyes Karten habe. Auf die Spezialbeschwörung würde ich gerne reagieren. Ja. Mit meinem Geistertrick erschrecken. Was macht ihr denn nochmal? Ich wähle jetzt diese beiden verdeckten Karten, decke sie auf und dann ändere ich so viele Karten bei dir in die verdeckte Verteidigungsposition, wie ich Geistertrickmonster aufgedeckt habe. Oh, es sind zwei Geistertrickmonster. Bitte verdeck mal deine beiden Monster. Und dann würde ich noch einmal meine Yangshi aktivieren. Und das suchen. Und ich dürfte einen bis zur Stufe 3 Monster suchen. Ja, es ist eigentlich gerade mittelmäßig. Egal, ich suche mir einfach mal eine Mary. Okay, fahre fort. Ist nicht viel zu vorzufahren. Ich greife mit meinem Herrscher dein Geistertrick-Festival an. Ich gehe in die Battle-Phase und greife dein Festival an. Ich aktiviere einfach mal meine Geistertrick-Laterne, die ich schon 5 Jahre auf der Hand habe.
annullieren Angriff und Special ist in verdeckte Verteidigungsposition. Mhm. Bist du dran? Was soll ich denn tun? Ich weiß nicht. Ich kann nichts tun. Gut, als nächstes brauche ich echt mehr Platz. Zwei. Toll, ich habe alles auf R. Nicht das Special vom Friedhof. Ich flippe einfach mal meine Laterne. Mach eine Link 2 Beschwörung. Ich hoffe, das wird kein Fehler. In einen Dark, der düstere. Der finstere Zauber in düster. So. Mhm. Dann. Ich glaube, es ist keine gute Entscheidung, jetzt da reinzugehen, aber gut. Setze ich ein Monster und aktiviere meinen Geistertrickschuss. Beschwöre jetzt. Meine Geistertrickfee. Und decke dieses Monster auf. Mein Geistertrickskelett. Effekt vom Geistertrickskelett. Er sagt, wenn er aufgedeckt wird, musst du die obersten Karten ins Deck verdeckt verbannen. Bis zur Anzahl der Geistertrickmonster, die ich kontrolliere. Eins, zwei. Das war doch verdeckt, ne? Drei, vier. Ja, verdeckt. Ja. Okay. Ja, ich finde es eigentlich ganz lustig. Alles gut, nee, ist auch. Im Grunde genommen ist das lustig, ja. Ja, ja. Als nächstes mache ich einfach mal eine lustige Xy-Beschwörung. In einen Geistertrick Alucard. Der Alucard sagt, ich darf eine Karte von ihm abhängen und eine verdeckte Karte auf dem Spielfeld wählen und zerstören. Und das möchte ich auch vielleicht einfach mal tun. Ich hänge ein Material ab und möchte gerne die Karte zerstören. Dann gehe ich doch einfach mal in die Battle Phase. Aha. Möchte mit Nark gerne ein verdecktes angreifen. Ach, verdammt! Du kriegst 150 Schaden. Ich bekomme 150 Schaden. Ich habe die Verteidigung unterschätzt. Gut, Manfest 2. Und Endphase. Ja. Das gibt's da gar nicht. Ich aktiviere Kashtira Geburt. Special und normal beschwöre mein Fenrir. Und gehe in die Unterweltgürtel in der geschlossenen Welt. Okay. Mit meinem Fenrir, meinem Basilus, meinem Herrscher und deinem F0. Das wären Link 4. Richtig. Bisher. Ja. Der hat Link 5. Oh nein! Okay, dann nicht. Dann gehe ich in die Battle-Phase. Okay. Und greife mit meinem. Und greife mit meinem Seerziel da einen Dark an. Für 5600. 5600. Das ist leider okay. 5600 minus 1058. 36. 355. Ja. Wupp, okay. Dann greife ich mit meinem Fenrir da einen Alucard an. Da möchte ich gerne meine Wand der Störung aktivieren. Wenn der Gegner einen Angriff deklariert, alle Angriffspositionen Monster, ja, es ist Timeout, alle Angriffspositionen Monster, die der Gegner kontrolliert, verlieren 800 ATK für jedes Monster, das er kontrolliert. Also verliert dein Fenrir 2400 ATK. Dann habe ich mich selbst getötet. Damit würdest du dich selbst töten. Aber komm, ein gutes Unentschieden. Sag ich. Ja, auf jeden Fall. Also lange nicht schlecht. Es hat viel zu lange gedauert, aber ja. Es war witzig. Es hat Spaß gemacht. Also, es hat wirklich Spaß gemacht. Und ich habe mich mit meinem Serzi und meinem Evil, mit meiner Selene selbst getötet. Ja, das ist die Schwäche an dem Deck. Ja, ein bisschen, das ist so. Ja. Wenn ich jetzt...
Ja, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie wir. Genau, ich hoffe, ihr habt auch sehr viel Spaß gehabt. Stimmt. Mit Dark-Kette. Ja, ich habe nicht aufgepasst. Ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen schönen, netten Kommentar da. Und gerne auch ein Like. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Viel Spaß noch.